Kennst du das? Nee. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Micha Konig. Und hier holen wir den neuen Toyota Ghia Yaris, das Facelift ab. Boah, jetzt ist meine Kamera voller Sabber. Bleh. Oh, ich habe hier sogar Wasser gekriegt. Tanken, wir sorgen für ihre Erfrischung. Aber wahrscheinlich müssen sie auch tanken. Ja, das war jetzt hier beim Autohaus Sachse oder Auto Sachse Toyota in Leipzig bei Martin Rübe. Ich habe mich sehr gut behandelt gefühlt. Ich habe noch nie so eine gute Fahrzeugübergabe gehabt, also Neuwagenübergabe, wie jetzt hier. Ich habe mich gut behandelt gefühlt. Die haben mich alle freundschaftlich aufgenommen, auch alle, die mich hier spaßhaft erwartet haben. Ja. Servus! So, möchte gern Freunde und so. Nein, Spaß, ich mach nur Scherz. Und Alter. Da geht's los, das Alter. Das sind hässliche Alpen. Schau dir das an, das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Ist ja das. Legst du mir, Mursch. Ja, sag einmal, was geht jetzt da los? So. Oh, oh, rückwärts. Achtung, ich krane. Kamera sieht genauso schlecht aus, Alter, wie vorher. Ja, die Kamera ist echt Müll. Außenspiegel ist auch noch dran. Passt. Hey, es taugt mir. Randstein kann ich nicht erwischen, oder? Das ist ja eben Bus. Ja, aber ich finde das übel gut. Lass mal, jetzt machen wir Musik mal aus. Hier, das geht so. Schon ein bisschen hier nackeln. Knarzt eigentlich nichts. Seht ihr das? Hier alles fest. Tippitoppi. Ist halt Kunststoff. Mittelkonsole ist fest, also. Gibt's einen Daumen? Ja, kann mich nicht beklagen. Also qualitativ, ich würde sagen, wie beim alten. Nur, dass du, ja gut, das ist, glaube ich, weich, gell? Beim ja, das muss man gleich mal können sein, ne? Ich glaube, das ist weich. Das ist hier auch hart, Kunststoff. Aber ich finde es okay. Der Kunststoff ist wie Micha, knallhart. Genau, nee, ich bin Beton. Beton ist der wildeste von uns. Ja, kennst du das Spiel? Ich bin Beton. Also, es gibt eine neue Halterung für den Schlüssel. Die steckt hier dazwischen, bleibt aber scheinbar am Schlüssel hängen. Also die Idee ist schon gut, aber wenn das Ding mit rauskommt, ist natürlich... Ah, jetzt geht's. Bin ich wohl zu blöd gewesen. Bei der Bordmappe hat sich Toyota was ganz Besonderes einfallen lassen. Die ist nicht mehr so billig wie die letzte, sondern die ist richtig hochwertig ausgearbeitet. Da könnt ihr mal Instagram abchecken. Hier gibt es kein Instagram. Hey, ich muss sagen, das schaut echt gut aus, das Auto. Ja gut, neben getunten Auto schaut er jetzt aus wie ein Lutscher. Die hässliche Bauchtasche, sagst du? Ah, das ist kein Problem, ich bin doch schlank. Ah. Ja, man sieht schon, sitzt schon deutlich höher. Also ich muss sagen, das Navi, die Oberkante stört mich nach wie vor nicht. Hast du einen Riser drin? Okay, ja, Spiegel so. Mit Riser passt eigentlich auch. Er hat nicht ganz hochgestellt, also noch Haufen Platz. Könnte man theoretisch noch ein bisschen höher stellen. Blendstreifen ist echt geil. Ja, ich mag das auch, den Innenraum. Ich muss aber sagen, also mir gefällt der neue schon besser. Das ist schon so 90-Style und sowas. Schau mal, ob da was klappert. Habt ihr das Knarzen gehört? Probieren das Ganze mal noch mal in dem 90er Jahre Auto. Hier mit HKS Fußmatten und allem. Innenraum nice. Ja, also die Kante ist auf jeden Fall ein gutes Stück runtergewandert und der Spiegel ist raufgewandert. Also wie beim Vorfacelift, wenn man Mirrorizer verwendet, ist hier das gleiche. Der Spiegel guckt einfach komplett, also komplett nicht, aber ganz schön weit im Boden. Also man sieht halt nicht mehr so die Autos so richtig hinter sich, sondern nur maximal die oberen Scheinwerfer. Den oberen Teil der Scheinwerfer. Man sitzt tiefer, das merkt man auf jeden Fall. Man sitzt mehr im Auto und nicht mehr auf so einem Kackstuhl letztendlich. Also, die Large Control ist gar nicht so einfach einzustellen. Man muss fast einen Screenshot machen. Man muss in D sein. Dann geht ihr in den Sportmodus. Dann drückt ihr einmal auf ESP aus, damit ihr im Expert-Modus seid. Und dann drückt ihr das Bremspedal mit dem linken Fuß komplett durch. Dann müsst ihr die Schaltwippen, also ihr müsst einen Screenshot machen, ihr müsst die Schaltwippen Minus und Plus gleichzeitig drücken und für eine Sekunde gedrückt halten. Dann kommt so ein Fenster, dass die Launch Control aktiviert ist.
und dann könnt ihr Vollgas geben und dann lädt sich so ein orangener Balken, also wird gezeigt und der baut sich ab. Und in der Zeit, wo der sich abbaut, bevor der abgebaut ist, müsst ihr die Bremse loslassen, weil sonst bricht er den Startvorgang wieder ab. Das war falsch, ich hab's verkackt. Also er lädt sich auf, baut Ladedruck mit auf und dann geht ihr von der Bremse runter, bevor das, der Balken sich abgebaut hat. Und dann schießt die Kiste los und schaltet da ihre Gänge durch und dann fliegt ihr nach vorne. Screenshot. Können wir beide, oder? Action. Wir sind zum Beispiel im fünften Gang. Ich gebe jetzt Vollgas. Also ihr riecht es nicht so mit. Wahrscheinlich werdet ihr auch nicht so hören, weil der Auspuff ist ja abwesend. Aber die Schaltung oder der Schaltwechsel, der Gangwechsel ist ja wirklich on point. Richtig drauf und der nächste Gang ist hin. Zack. Richtig satt und schön wechselt der nächste Gang. Weil ich dachte, das sei eine Verzögerung von einer halben Sekunde drin oder so. Nee, du drückst schon, der nächste Gang ist drin. Also ihr könnt euch so Sachen anzeigen lassen wie Wassertemperatur, Öltemperatur, Öldruck, Getriebeöltemperatur, Ladedruckanzeige, dann Tageskilometer, was weiß ich, Kilometer seit Start, blablabla, Allradverteilung, Reifenluftdruck. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht. Abonnieren, liken, Kommentare schreiben. Was denkt ihr über das Auto? Ich habe gehört, viel von vielen, ja, ist viel zu teuer, 50.000 Euro. Also wenn man Inflation das alles beachtet, man kommt fast aufs Gleiche raus. Er ist schon ein Ticken teurer, man hat ein paar Neuerungen und sowas mit der Automatik hier. Bis jetzt finde ich es echt gut. Wird sich zeigen, ob er ganz bleibt, wie er bleibt, was weiß ich, was wir alles damit machen. Und dann würde ich mal wieder sagen, bis zum nächsten Mal.